Auch wenn Armagnac mittlerweile ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist es trotzdem wahnsinnig unterschätzt. Und ich habe jetzt hier einen klaren Armagnac für dich, nämlich einen sogenannten Armagnac Blanche aus dem Hause Entember. Und dort ist Sylvain, der Destillateur, ja, meiner Meinung nach, ich denke schon, dass er wahrscheinlich der talentierteste bzw. vielversprechendste Destillateur in der ganzen Region ist, wenn ich das mal so sagen darf, ist zumindest mein Eindruck. War letztens gerade auch bei denen vor Ort, konnte deren Destillate probieren. Also er produziert jetzt, also ich glaube, er ist derjenige, der die Brände auch wirklich destilliert seit 2011 oder 2013, eins von beiden, ich glaube 11 war das. Und das, was er da zaubert und das, was somit auch noch in Zukunft kommen wird, ist einfach nur großartig, weil so 10, 12 Jahre Fassreifung sind in der Armagnac-Welt ja ziemlich wenig, was in anderen Spirituosenkategorien ja ganz normal ist. Aber wo wir schon von seiner Arbeit profitieren können und wo wir schon merken, was uns da Großartiges erwartet, sind eben unter anderem hier diese Blanche-Qualität. Und wir haben hier einen Blend aus den vier gängigen Rebsorten, also Colombard, Uni Blanc, Bacco und Folblanche. Ist hier auch alles sehr transparent eben auf der Flasche angegeben und das Ganze abgefüllt in 50% und wie es sich gehört, destilliert in Alambic Armagnacé. Das ist ja dieses großartige Brennverfahren, was im Endeffekt Armagnac ja so besonders und liebenswürdig macht. Und ich habe jetzt hier schon in der Nase so eine mega Fruchtbombe, aber so reife Frucht, aber dann auch wieder so mit so Lakritz-Anklängen schon fast. Ziemlich cool. Diese eher so Süßholz. Ja, wobei Lakritz schon. Also auch so ein bisschen diese, kennst du diese Haribo-Lakritzschnecken? Geht schon in die Richtung. Sehr, sehr voll. Ja, ziemlich cool. Mundgefühl Bombe. Also du hast 50%. 50% ist natürlich nicht ohne. Aber sehr gut eingebunden. Also die 50% sorgen für eine Cremigkeit und Vollmundigkeit. Eben nicht wie. Sie wirken jetzt nicht erschlagen, sprittig oder sonstiges, wo du wieder merkst, wie gut das Ganze verarbeitet ist. Also du merkst, es war eine Top-Gärung, es war eine Top-Destillation, keinerlei Fehler, gleichzeitig aber eben auch nicht glatt gebügelt. Also das Zeug hat noch richtig viel Charakter. Ich war so begeistert von dem Stoff, dass wir direkt auch einen Drink dafür auf unsere neue Rooftop-Terrasse gepackt haben, die wir jetzt im Juni eröffnen. Und das ist ein Drink, wo wir das Zeug mit ein bisschen Aprikot, also hier Marillenlikör, Zitrone und ein bisschen Zucker schütteln und dann mit ein bisschen Champagner, wie heißt das, auffüllen. Also ist ein Mega-Drink, sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Und das ist auch die Intention, also aus dem Produkt dann wirklich sehr hochwertige, sehr komplexe, gehaltvolle Drinks zu kreieren, weil das Destillat das eben wirklich erlaubt. Also hat meiner Meinung nach eine Menge Potenzial. Die komplette Armagnac Blanche-Kategorie hat keinen auf dem Schirm, ist viel mehr als einfach nur ein Weinbrand, einfach weil die Art der Destillation so viel komplexere Destillate erzeugt. Das kannst du nicht wirklich mit irgendwelchen anderen Weindestillaten oder sowas vergleichen. Also ich bin ein richtiger Fan und ich glaube, da erwarten uns noch eine Menge schöner Dinge in naher Zukunft. Auf der einen Seite von dieser ganzen Armagnac Blanche-Kategorie würde mich sehr freuen, wenn die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und wenn die Leute das auch ein bisschen zu schätzen wissen, was da Großartiges gemacht wird, einfach auch für sich entdecken und merken so, warte mal, das ist ja ziemlich spannend. Und sowieso Armagnac, also ich bin in der Armagnac-Welt unterwegs, seitdem ich 17 bin. Meine Mutter kommt sogar dort aus der Gegend, da hatte ich so ein bisschen einen Vorteil, dass ich dort reinschnuppern konnte. Und seitdem einfach großartiger Fan und freue mich auf alles, was die Zukunft da noch bringen wird. Ich danke dir da fürs Zuschauen und geselle dich auf jeden Fall auch gerne mit bei uns in die Facebook-Gruppe, die Wagemut Taste Academy, wo du einen Haufen anderer gleichgesinnter, verrückter, leidenschaftlicher Spirituosen-Nerds findest. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke.